So, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie erneut zu unserer Vorlesung zur Einführung in die Geschichte der Philosophie. Und es ist heute unsere 8. Vorlesung. Und das Thema der Vorlesung lautet von der Renaissance zum neuen Weltbild. Wir sprechen also heute praktisch über den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Wenn man das so sagt, dann unterschlägt man einiges, denn es handelt sich hier um viel mehr als nur eine Übergangszeit, sondern es handelt sich um eine Zeit, in der einige ganz entscheidende Entwicklungen im westlichen Denken passieren, einige der radikalsten Umwälzungen im westlichen Denken überhaupt. Und das hat insbesondere etwas zu tun mit der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften, auf die ich in der zweiten Hälfte der heutigen Vorlesung viel zu sprechen kommen werde. Wenn man die Voraussetzungen und die Anfänge dieser Entwicklung besprechen möchte, dann tut man gut daran anzusetzen bei denjenigen Entwicklungen, die man üblicherweise als Renaissance-Humanismus bezeichnet. So, wenn man vom Renaissance-Humanismus spricht, dann meint man eine gesamteuropäische geistesgeschichtliche Entwicklung, die sich etwa ab dem Ende des 14. Jahrhunderts bis zum Ende des 16. Jahrhunderts abgespielt hat. Sowohl der Begriff Humanismus als auch der Begriff Renaissance sind eigentlich für die Philosophie ein bisschen problematisch. Also der Begriff Humanismus vom Stammwort humanus, menschlich oder Mensch, der bezieht sich eben auf das Ideal der menschlichen Bildung als eine Verwirklichung des genuin menschlichen Potenzials. Und in diesem Sinn wird der Begriff erst seit dem 19. Jahrhundert, ungefähr seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, verwendet als Bezeichnung für diese Epoche spätes 14. bis spätes 16. Jahrhundert. Dieses Bildungsideal spielt in der in Rede stehenden Zeit tatsächlich eine große Rolle, aber eben nicht nur in dieser Zeit, und deshalb ist die Bezeichnung ein bisschen irreführend. Jedenfalls ist sie nicht sehr charakteristisch für diese Zeit, weil eigentlich dieses Ideal sich weit über diese Zeit hinaus erhält. Renaissance, wörtlich Wiedergeburt, bezieht sich eben auf die Wiederentdeckung und Wiederbelebung antiker Texte, Kunstformen, Architekturideale, Gedanken ganz allgemein. In Bezug auf die Philosophiegeschichte haben wir aber schon gesehen, dass es schon im Mittelalter verschiedene Wiederentdeckungswellen antiker Philosophie gegeben hat. Zum Beispiel kann man von einer Aristoteles-Renaissance sprechen, die durch die Übersetzertätigkeit in Toledo und anderswo schon im 12. Jahrhundert ausgelöst wurde. Deshalb ist auch die Übertragung dieses Begriffs, der aus der Kunstgeschichte kommt, auf die Philosophiegeschichte problematisch. Nun haben wir aber nun mal diese Begriffe und deshalb werde ich sie auch benutzen. Renaissance-Humanismus, am besten versteht man darunter erstmal nichts weiter als die Philosophie, die eben vom Ende des 14. bis Ende des 16. Jahrhunderts die europäische Philosophie geprägt hat. Man darf jetzt auch nicht denken, dass das ein sehr einheitliches Etwas wäre, sondern die Philosophiegeschichte in dieser Zeit ist sehr vielgestaltig. Man darf nicht erwarten, dass es eine bestimmte Renaissance-Philosophie gegeben hätte. Aber es lassen sich schon einige typische und häufig auftretende Elemente beschreiben. Und dazu gehört einmal die Ablehnung der Scholastik, die Neubesinnung auf antike Texte, und zwar eben auf eine breite Basis antiker Texte, die weit über das hinausgeht, was davor das Philosophieren geprägt hat, also insbesondere weit über Aristoteles hinausgeht. Eine Betonung von Erfahrung und natürlicher menschlicher Vernunft, was
einhergeht mit einem Zweifel an philosophischen Autoritäten. Ein Schwerpunkt auf der praktischen Philosophie, also Ethik, Lebensphilosophie, politische Philosophie und philosophische Anthropologie prägen das philosophische Interesse der Renaissance-Humanisten ganz besonders stark. Und was das Letztere angeht, also die philosophische Anthropologie, kann man insbesondere von einer Konzeption des Menschen von seiner Freiheit her sprechen, die man bei verschiedenen renaissance-humanistischen philosophischen Autoren so identifizieren kann. So, ich werde mich jetzt ein bisschen an diesen Punkten entlang angeln, weil ich diese Bewegung des Renaissance-Humanismus, also nach diesen systematischen Punkten so ein bisschen darstellen möchte, werde ich in der Zeit munter hin und her springen. Das müssen Sie jetzt über sich ergehen lassen. Aber immerhin fange ich einmal am Anfang an, weil nämlich für die Ablehnung der Scholastik sich ein sehr früher Renaissance-Humanist finden lässt, der sich hier als Gewährsmann findet. Das ist Francesco Petrarca. Petrarca ist zwar eigentlich jetzt kein Philosoph im engeren Sinne, sondern eher ein Dichter, aber er hat eben eine einflussreiche Kritik an der Scholastik vorgelegt. Also Petrarca ist ganz ein Mann des 14. Jahrhunderts, aber er wehrt sich schon sehr gegen die Vorherrschaft scholastischen Denkens. Zum Beispiel sagt er, dass es den scholastischen Philosophen nur um das kunstreiche Argumentieren als Selbstzweck geht und nicht um die Wahrheit. Das finden wir besonders in seinen Libri Familiarum Rerum. Ich möchte aber jetzt im Weiteren auf eine andere Schrift vor allen Dingen zu sprechen kommen, nämlich über die Schrift über seine und vieler anderer Unwissenheit. Und da sagt er, dass die scholastischen Philosophen sich mit nutzloser Information beschäftigen, statt sich den wirklich wichtigen Dingen zuzuwenden. Und die wirklich wichtigen Dinge, das ist für Petrarca ganz klar, das sind moralische Fragen. Parodistisch führt er da einige der angeblichen Kenntnisse der Scholastiker auf. Die Scholastiker wissen, wie viele Haare der Löwe auf dem Kopf hat, sagt Petrarca. Sie wissen, wie der Phönix aus der Asche entsteht oder wie der Phönix im Feuer vergeht und aus der Asche wieder entsteht. Sie wissen auch, dass das Krokodil als einziges Tier auf der Welt seinen Oberkiefer bewegen kann. Aber, jetzt kommt das Zitat, das freilich ist entweder zum großen Teil falsch oder sicherlich haben es die Gewährsleute nicht selbst erforscht, sondern aufgrund der weiten Entfernung allzu bereitwillig geglaubt oder allzu freizügig erfunden. Wenn es schließlich auch wahr wäre, trüge es nichts zu einem glücklichen Leben bei. Und das ist für ihn das Schlimmste. Dieses Urteil, das sich erkennbar an eben einer Karikatur von aristotelischer Naturgeschichte orientiert oder aufhängt, das dehnt er sogar auf die aristotelische Ethik aus. Er sagt, Zitat, ich habe, wenn ich mich nicht sehr täusche, alle ethischen Bücher des Aristoteles gelesen. Ich bin durch diese Bücher gelehrter, aber nicht besser geworden, wie es sich gehört hätte. Ich habe es oft beklagt, dass jener Kernpunkt der Philosophie, den er selbst im ersten Buch seiner Ethik erwähnt, bei Aristoteles so wenig betont wird, dass wir nämlich nicht so sehr viel mehr wissen, als viel mehr besser werden sollen. Das ist die Stelle, von der man ausgeben muss, dass Petrarca sie im Sinn hat, ist eigentlich im zweiten Buch der Nikomachischen Ethik, zweiter Abschnitt des zweiten Buches. Ich weiß nicht, warum er da vom ersten Buch spricht. Zuletzt sagt er eben ganz allgemein, dass die Scholastiker in übertriebener Weise auf Aristoteles fixiert sind. Zitat nochmal,
Meine Freunde aber sind in ihrer Liebe allein zum Namen Aristoteles so befangen, dass sie es als Sakrileg ansehen, über irgendetwas eine andere Ansicht zu haben als Aristoteles. So, alle diese Zitate, die ich genannt habe, kommen aus dem zweiten oder dem vierten Buch von dieser Schrift über seine und viele anderer Unwissenheit. Das Zeitalter des Renaissance-Humanismus ist es überhaupt erst, das den Begriff Scholastik prägt. Also im Zeitalter der Scholastik haben sich Leute zwar gelegentlich mal als Scholastikus bezeichnet, aber das war kein gängiger und durchgängiger Begriff und erst recht nicht hatte er diesen Sinn, den wir heute mit ihm verbinden, nämlich eine Konnotation einer formalistischen, veralteten und weltfremden Art zu denken. Dieser Beigeschmack des Wortes Scholastik wird schon im Renaissance-Humanismus geprägt und man muss sagen, dass unser Blick auf die Scholastik durch diese humanistischen Autoren geprägt ist. Ich hoffe, dass Sie in der letzten Woche gesehen haben, dass die Scholastik insgesamt vielleicht doch dass man ihr ein etwas positiveres Gesicht abgewinnen kann, wenn man sie sich etwas genauer anschaut. Ein zweites Element, das ich hervorheben möchte, ist die Neubesinnung auf antike Texte. Eine eigene Kenntnis der griechischen Sprache wird jetzt im Renaissance-Humanismus wieder zur selbstverständlichen Voraussetzung für echte Gelehrsamkeit. Nicht mehr nur Aristoteles wird gelesen, sondern es wird eine ganze Bandbreite griechischer Texte entdeckt und wiederentdeckt. Dazu gehören die griechischen Historiker, also Herodot und Thukydides, die griechischen Dramatiker, Aischylos, Euripides, Sophokles und auch die homerischen Epen werden jetzt wieder studiert. Also diese Texte waren zum Teil schon verfügbar, aber jetzt werden sie intensiv studiert und jetzt werden sie vor allen Dingen alle der Reihe nach ins Lateinische übersetzt und damit einem breiteren Publikum zugänglich und sie werden wieder zum Grundbestand sozusagen von gelehrter Bildung. In der Philosophie sind die frühen Renaissance-Humanisten ganz besonders von Cicero angetan, aber ab etwa Ende des 15. Jahrhunderts passiert dann etwas, das man als eine spezielle Platon-Renaissance beschreiben könnte. Also Platon wird entdeckt und wiederentdeckt und richtig erlebt einen absoluten Höhenflug bei den Renaissance-Humanisten. Und dieser Trend lässt sich ganz besonders an einem bestimmten Renaissance-Humanisten festmachen, nämlich an Marsilio Ficino. Zugleich lassen sich an Ficino gleich mehrere Neuerungen beschreiben und illustrieren, die das europäische Geistesleben zur Zeit des Renaissance-Humanismus erlebt hat. Ficino war Florentiner und zwar kommt er aus einer einflussreichen Familie. Sein Vater ist ein Leibarzt von Cosimo de' Medici. Cosimo de' Medici beherrscht zu der Zeit als Banker das wirtschaftliche und politische Leben der Republik Florenz. Also er dominiert diese Republik. Direkt nach seinem Studium widmet sich Ficino der Erschließung der Textgrundlage der griechischen Philosophie und zwar insbesondere des Platonismus. Sein Lebensunterhalt wird dabei von einem großzügigen Mäzen unterstützt, nämlich von Cosimo de' Medici selbst. Höchstpersönlich. Cosimo soll bei einem Besuch eines byzantinischen Gelehrten in Florenz, nämlich des Gelehrten Gemistos Pleton, soll er seine Leidenschaft für Platon und den Platonismus entdeckt haben. So sagt Ficino später in einem Vorwort. Und dieses Mäzenatentum ist eben eine der Neuerungen, die wir bei Ficino beobachten können. Wir werden von jetzt ab
für sehr lange Zeit kaum noch bedeutenden Philosophen begegnen, die an Universitäten arbeiten. Das liegt unter anderem daran, dass die Universitäten sich extrem konservativ verhalten in der Zeit und mit ganz wenigen Ausnahmen die bedeutenden Entwicklungen ihrer Zeit verschlafen. Das betrifft insbesondere den Humanismus und dann, was noch entscheidender sein wird, die wissenschaftliche Revolution. Und weil die Universitäten diese Entwicklungen verschlafen, sind die entscheidenden Denker der beginnenden Neuzeit häufig entweder selbst reiche Männer oder sie werden von solchen unterstützt, von Fürsten oder anderen Mäzenen. Das ist eine sich wandelnde politische Ökonomie der Wissenschaften und die hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Unter anderem erlaubt sie ein vorsichtiges Abrücken von kirchlichen Dogmen, die nämlich in den Universitäten immer noch sehr stark gehegt und gepflegt werden die dort nicht hätten in Frage gestellt werden können. Auf der anderen Seite verpflichtet einen natürlich die Abhängigkeit von einem Mäzen möglicherweise in anderer Hinsicht. Zum Beispiel darauf, eine gefällige Philosophie zu machen, die den Fürsten auch irgendwie unterhält und erbaut. Und solche Trends kann man in der Philosophie des 15., 16. Jahrhunderts durchaus erkennen. Also zurück zu Ficino. Eine der bedeutendsten Aufgaben, die Ficino offenbar auf direkten Auftrag von Cosimo de' Medici hin in Angriff nimmt, ist die Besorgung der ersten Übersetzung von Platons Gesamtwerk. Also nochmal die bemerkenswerten Tatsachen. Bis ins 13. Jahrhundert war überhaupt nur der Timaios bekannt im lateinischen Westen. Dann werden im 13. Jahrhundert noch der Menon-Dialog und der Phaidon-Dialog bekannt. Im 15. Jahrhundert besorgen sich dann die Renaissance-Humanisten die Manuskripte der übrigen Dialoge so nach und nach von byzantinischen Gelehrten. Ficino schließt seine lateinische Übersetzung um 1468 ab. Dann 1484 geht diese lateinische Gesamtausgabe in Druck. Und auch diese Wendung hören Sie in dieser Vorlesung jetzt zum ersten Mal. Die Gesamtausgabe geht in Druck. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern hatte sich in Europa so ab den 1450er Jahren entwickelt. Und zwar gibt es dann eine rasante Ausbreitung. Um 1490, also 40 Jahre später, gibt es schon über 200 Orte in Europa, wo Bücher gedruckt werden. Und auch das ist natürlich eine entscheidende Veränderung im Geistesleben. Denn Schriften lassen sich jetzt schneller verbreiten. Auch wenn die gedruckten Bücher zunächst mal sehr teuer bleiben. Das ändert sich so allmählich, sodass eine weitere ökonomische Veränderung ihren Einfluss zu entwickeln beginnt, und zwar auch in die Philosophie hinein, mit der Möglichkeit, eben Bücher zu verbreiten, zu verkaufen, entsteht natürlich auch ein Anreiz, zumindest die Hoffnung entsteht, dass man durch ein Buch populär werden kann, dass man durch ein Buch vielleicht sogar Geld verdienen kann. Natürlich schafft das einen zusätzlichen Anreiz, gefällig und populär zu schreiben. Und auch das wird sich in der Renaissance-Literatur bemerkbar machen. Ficino jedenfalls übersetzt Platon nicht nur, er kommentiert auch mehrere der Dialoge, insbesondere sein Kommentar zum Symposion, das ist sein meist beachtetes eigenes Werk. Wie das Primärwerk, also das Symposion selbst, ist auch der Kommentar Ficinos in Form eines Gastmahls mit Tischreden verfasst. Er soll auch eine sogenannte platonische Akademie in Florenz gegründet haben.
für die Cosimo de' Medici ihm eigens eine Villa zur Verfügung gestellt haben soll. Die Akademie soll über Ficinos Tod hinaus bis 1522 Bestand gehabt haben. Die Existenz dieser Akademie als wirklich greifbare Institution wird allerdings inzwischen teils bezweifelt. Klar ist aber, dass es Kreise von platonistischen Humanisten in Florenz gegeben hat und wir kennen auch viele Namen, die praktisch zu diesen Kreisen dazugehört haben. In dem Bild sehen Sie übrigens ein Fresko aus der Kirche Santa Maria Novella in Florenz, ein Fresko von Domenico Ghirlandaio. Und diese Gruppe, die dort dargestellt ist, das sind Mitglieder der Platonischen Akademie, ganz links Ficino. Und auch das ist jetzt neu. Wir dürfen tatsächlich annehmen, dass Marsilio Ficino so ausgesehen hat, denn Ghirlandaio war ein Zeitgenosse Ficinos und in der Renaissance entwickelt sich eben ein neues Verständnis von Porträtmalerei, wo es auch dazu gehört, ein wirkliches Abbild der äußeren Erscheinung des Porträtierten darzustellen. Sicher ist also, dass mit Ficino eine echte Platonismuswelle im Renaissance-Humanismus losbricht. Der Platonismus der Humanisten ist allerdings oft auf eine etwas unscharf, unverbindliche Weise theologisch durchsetzt. Übrigens gab es ab dem 15. Jahrhundert auch eine aristotelische Strömung innerhalb des Humanismus. Also es gab einige Aristoteliker unter den Humanisten. Diese sind im Gegenteil eher durch eine besonders weltliche und theologiefreie Interpretation des Aristotelismus gekennzeichnet und dadurch geprägt, dass Aristoteles jetzt endlich aus den Originaltexten rausgelesen wird und wirklich mal von den Resten des neuplatonischen Beiwerks gereinigt wird. Auch Ficino selbst interessiert sich bei weitem nicht nur für Platon und ist auch darin ein ganz typischer Renaissance-Humanist, denn seine Interessen sind weit gestreut, was eben typisch für die Zeit war. Zum Beispiel übersetzt er auch mit lebhaftem Interesse das sogenannte Corpus Hermeticum. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Schriften, diffus religiösen, astrologischen und magischen Inhalts, die alle einem sagenhaften Autor namens Hermes Trismegistos zugeschrieben werden, also Hermes der dreimal Größte, Trismegistos, aber in Wahrheit wohl von einer Reihe verschiedener Autoren aus dem zweiten und dritten nachchristlichen Jahrhundert stammen. Also zugeschrieben wird das einem Autor, der angeblich in der klassischen Zeit gelebt haben soll, den es aber mit ziemlicher Sicherheit nicht gegeben hat. Überhaupt lebte das Ganze, das Interesse an Magie und Astrologie im Renaissance-Humanismus sehr lebhaft auf und wurde auch überhaupt nicht als irgendwie bildungsfremd oder bildungsfern wahrgenommen, sondern im Gegenteil. Ein weiteres typisches Merkmal der Zeit, was ich genannt hatte, ist die Betonung von Erfahrung und natürlicher menschlicher Vernunft. Und dazu gehört eben auch so etwas wie ein Zweifel an philosophischen Autoritäten. Das hatten wir schon bei Petrarca gesehen. Und einen weiteren Gewährsmann für dieses Motiv finden wir in Erasmus von Rotterdam. Und dort besonders in seiner ironischen und sehr unterhaltsamen Schrift Lob der Torheit, die 1511 gedruckt wurde. Im Lob der Torheit macht sich Erasmus eben nicht unähnlich Petrarca über die Buchgelehrsamkeit lustig. Und er bemerkt etwa, die Philosophen würden sich, Zitat, in öffentlichen Geschäften anstellen wie der Esel beim Lautenschlagen. Sie sind aber keineswegs geschickter in Bezug auf die gesamte Lebensführung. Zitat Ende. Dagegen lobt er, und zwar nur zum Schein im Scherz, den Sensus communis, also den gesunden Menschenverstand. Da haben wir also auf der einen Seite bei Erasmus eine Betonung des gesunden Menschenverstandes und zu diesem anderen Punkt, der Betonung der Erfahrung, möchte ich noch einen
noch berühmteren Renaissance-Gelehrten zu Wort kommen lassen, nämlich Leonardo da Vinci, der in seinen philosophischen Tagebüchern Folgendes schreibt: Viele werden meinen, mich mit Recht tadeln zu dürfen, indem sie anführen, dass meine Beweise der Autorität einiger Männer widersprechen, die vor dem unerfahrenen Urteil jener in hohem Ansehen stehen. Und dabei nicht überlegen, dass meine Behauptungen aus der einfachen und reinen Erfahrung fließen, welche die wahre Lehrerin ist. Obwohl ich nicht wie andere Autoren anführen kann, so werde ich eine viel größere und würdigere Sache anführen, indem ich mich auf die Erfahrung berufe, die Lehrmeisterin ihrer Lehrer. Diese letzte Wendung ist besonders interessant, weil Leonardo darauf hinweist oder in Anspruch nimmt für sich, dass diejenigen, die von den anderen in Anspruch genommen werden, Aristoteles und andere Autoritäten, dass die zur Lehrmeisterin die Erfahrung selber hatten, die Lehrmeisterin ihrer Lehrer. Ja? Anstatt mich immer auf Aristoteles zu berufen, soll ich es doch machen wie Aristoteles selbst, der auf die Erfahrung gehört hat. Ja? Das ist eine ganz interessante Wendung. Ein Schwerpunkt auf der praktischen Philosophie, habe ich auch behauptet, können wir finden bei den Renaissance-Humanisten. Ethik, Lebensphilosophie, politische Philosophie und philosophische Anthropologie hatte ich da genannt. Das sind die bestimmenden Themen, um die es sich einen Großteil des Renaissance-Humanismus dreht. Die Zugangsweise der Renaissance-Humanisten ist dabei sehr eklektisch. Alle möglichen Konzepte der griechischen Antike werden wiederentdeckt. Dazu gehören durchaus Platons und Aristoteles Überlegungen über die Tugend und über die Politik, aber auch die Stoa, die Epikureer und die antiken Skeptiker. Alles wird aufgegriffen und nach Bedarf kombiniert. Es ist also kein Zufall und passt ganz gut, dass der erste antike Lieblingsphilosoph der Renaissance-Humanisten Cicero war, der selbst ein großer Eklektiker war. Als eine markante, herausstechende Idee bei einigen Renaissance-Humanisten zumindest, kann man die Konzeption des Menschen von seiner Freiheit her hier identifizieren und besonders herausstellen. Ein Beispiel liefert hier der jung verstorbene Giovanni Pico della Mirandola, ein Bekannter von Marsilio Ficino, in seiner 1496 posthum veröffentlichten Rede über die Würde des Menschen lässt er den Schöpfer Gott zum eben erst erschaffenen ersten Menschen die folgenden Worte sagen: Wir haben dir keinen festen Wohnsitz gegeben, Adam, kein eigenes Aussehen, noch irgendeine besondere Gabe, damit du den Wohnsitz, das Aussehen und die Gaben, die du selbst dir ausersiehst, entsprechend deinem Wunsch habest und besitzest. Du sollst dir deine Natur ohne jede Einschränkung und Enge nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut habe, selbst bestimmen. Also hier ein ganz starkes Ideal der Selbstverwirklichung, der Selbstbestimmung. Ja? Und in einer anderen Variante finden wir dieses Ideal der Selbstbestimmung auch ein Jahrhundert später bei Michel de Montaigne. Das war ein dem Skeptizismus zugeneigter französischer Adliger, ein philosophierender französischer Adliger. Nach Montaigne gibt es für jeden Menschen eine Grundgestalt, die es zu entdecken gibt, für ihn selbst, in sich selbst zu entdecken gibt. Ja, Montaignes Interpretation dieses humanistischen Bildungsideals, also des sich selbst, seine eigenen Potenziale selbst herausbilden, ist also die, dass es dieses eigene erstmal zu erkunden und dann auszugestalten gilt. Deshalb erklärt er in seinen berühmten Essays kühn, Zitat: Ich bekenne mich zu keinem anderen Ziel, als mich selbst zu erkennen. Zitat Ende. Das ist natürlich eine Anspielung an das
an die berühmte antike Maxime Gnoti se auton, erkenne dich selbst, die angeblich auf einer der Säulen in der Eingangshalle des Apollon-Tempels in Delphi gestanden haben soll. So wird es schon bei Platon berichtet, und bei Platon wird diese Stelle, diese Losung auch in nicht weniger als 6 verschiedenen Dialogen diskutiert. Montaigne erläutert jetzt diese Losung, das erkenne dich selbst, so: Käme jemand in die Lage, das Seine zu tun, so würde er merken, dass er zunächst sich klar darüber werden müsste, was er ist und was ihm eigentümlich ist. Wer diese Selbsterkenntnis besitzt, nimmt nicht mehr das Fremde für das Seine. Mehr als alles andere zieht ihn dann die Beschäftigung mit seinem Ich und die Kultivierung seines Ichs an. Was überflüssig ist, will er dann nicht mehr tun, und was unnütz ist, nicht mehr denken und planen. Bei Montaigne und bei Mirandola haben wir tatsächlich unterschiedliche Zugriffsweisen auf dieses Ideal der Selbstverwirklichung. Einmal bei Mirandola eine Selbstverwirklichung als ein echtes Sich-Selbst-Erfinden, und bei Montaigne dann eher ein Sich-Selbst-Entdecken und Ausgestalten. Trotzdem gemeinsam sozusagen dieses Motiv der Selbstverwirklichung und dieser starke Individualismus und dieser starke Freiheitsgedanke. Noch weit vor Montaigne, also jetzt kommt das mit dem Hin- und Herspringen, noch weit vor Montaigne war diese Konzeption des Menschen aus seiner Freiheit heraus und aus seiner Selbstbestimmung heraus von einem anderen Humanisten auf eine ganz andere Weise wirklich auf die Spitze getrieben worden. Ich denke dabei an Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli ist ein anderer berühmter Florentiner. Machiavelli war Amtsträger und Politiker in der Florentinischen Republik, und zwar das während der kurzen Phase in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts, während derer sich die Republik Florenz für eine kurze Zeit lang von der Hegemonie der Familie de Medici hatte befreien können und die Medici aus Florenz vertrieben waren. Und eben eine Weile lang die Geschicke dieser Stadt nicht bestimmen konnten. Bei der Rückkehr der Medici 1512 verlor Machiavelli seinen Posten. Er wurde zunächst eingekerkert und gefoltert und dann verbannt. Unmittelbar danach verfasste er sein erstes großes bekanntes Werk, nämlich Il Principe, der Fürst. Dieses Werk ist gewidmet Lorenzo de Medici, Lorenzo dem Zweiten de Medici, dem Herzog von Urbino und inoffiziellen Herrscher von Florenz. Offenbar war das Fürstenbuch Teil einer Kampagne von Machiavelli, sich in Florenz wieder hoffähig zu machen. Das Buch sollte dabei vermutlich dazu dienen, sich als potenzieller Berater und politischer Helfer zu empfehlen. Insgesamt ist dieses Buch eine Anleitung, wie man Macht und Einfluss auch gegen Widerstände auf geschickte Weise erlangen und verteidigen kann, wobei den von Machiavelli beschriebenen erfolgreichen Akteur dabei Rücksicht auf andere oder sonstige moralische Denken überhaupt nicht kümmern. Mit anderen Worten, man könnte hier von der Erfindung der Managementliteratur sprechen. Ganz ausdrücklich betont Machiavelli, dass der Maßstab des praktisch Machbaren für seine Konzeption des Politischen im Prinzen allein maßgeblich ist. Der Maßstab des praktisch Machbaren. Und dass anderweitige Maßstäbe des richtigen Handelns als realitätsferne Träumereien beiseite geschoben werden müssen. Hier sagt er das ganz schön. Es ist ein so großer Unterschied vorhanden unter dem, was da geschieht,
und dem, was geschehen sollte, dass derjenige, der das Erste vernachlässigt und sich nur nach dem Letzteren richtet, seinen Untergang eher als seine Erhaltung bereitet. Jemand, der es darauf anlegt, in allen Dingen moralisch gut zu handeln, muss unter einem Haufen, der sich nicht daran kehrt, zugrunde gehen. Daher muss ein Fürst, der sich behaupten will, sich auch darauf verstehen, nach Gelegenheit schlecht zu handeln und dies tun oder lassen, so wie es die Notwendigkeit erfordert. Das Prinzenbuch enthält im Detail allerlei praktische Ratschläge dazu, wie man sich verhalten soll, wann man sein Wort halten soll und wann man sein Wort brechen soll, wann man sich geizig und wann großzügig verhalten soll, wann man milde sein soll und wann man grausam sein soll und wie man mit Schmeichlern und wie mit Respektlosen umzugehen hat. Nebenbei enthält das Buch aber auch eine sehr frühe Forderung nach einem großen zentralen Nationalstaat. Bemerkenswert ist, dass Machiavelli parallel zu diesem Buch noch ein weiteres Buch geschrieben hat. Und das ist eine sehr umsichtig verfasste Verteidigung der republikanischen Staatsform. Die trägt den etwas umständlichen Titel Abhandlungen über die ersten 10 Bücher des Titus Livius. Meistens wird sie nur kurz Discorsi genannt. Auch in den Discorsi wird ein Politikverständnis vertreten, bei dem der Zweck die Mittel heiligt. Wenn das zum Beispiel dort heißt, wo es um das Wohl und Wehe des Vaterlandes geht, darf man nicht überlegen, ob es recht oder unrecht, mild oder grausam, löblich oder schändlich ist. Allerdings wird in den Discorsi immerhin deutlich, dass es Machiavelli als oberstes Ziel der Politik um das Wohl des Volkes geht und nicht etwa um das Wohl eines einzigen listigen Monarchen. Wie leicht sich auch diese Auffassung, dass also das Wohl des Volkes sozusagen im Zweifel die Mittel heiligt, missbrauchen lässt, liegt auf der Hand. Und Machiavellis Bücher wurden auch de facto von den italienischen Faschisten beispielsweise zur Rechtfertigung ihrer Politik instrumentalisiert. In der Verteidigung von freiheitlichen und demokratischen Ideen im Zeitalter der erstarkenden Aufklärung, im Zeitalter des erstarkenden Absolutismus, also freiheitliche und demokratische Ideen zu verteidigen, in diesem Sinn sind die Discorsi dennoch eine beachtliche Schrift, der sich auch viel Gutes im Detail abgewinnen lässt. Dieses insgesamt sehr pragmatische Politikverständnis von Niccolò Machiavelli dürfen Sie übrigens keineswegs als typisch für den Renaissance-Humanismus verbuchen. Es gibt markante Gegenbeispiele. Und ein solches markantes Gegenbeispiel ist beispielsweise Thomas Morus. Thomas Morus, der englische Staatsmann und Jurist, dessen Dienst als Lord Kanzler Heinrich VIII. Ihn am Ende wegen seiner Weigerung, diesen als Kirchenoberhaupt anzuerkennen, aufs Schafott brachte. Aber vorher ist er noch sehr schön von Hans Holbein, dem Jüngeren, porträtiert worden. Viel früher schon, also vor seiner Hinrichtung, hatte er in seiner Schrift Utopia, verfasst und veröffentlicht 1516, das Bild einer Idealgesellschaft entworfen. Und in dieser Idealgesellschaft orientiert er sich eben gerade an starken normativen Prinzipien und nicht etwa an der Pragmatik des Machbaren. In seiner utopischen Gesellschaft gibt es kein Privatvermögen, sondern nur Gemeineigentum. Es gibt auch Schulpflicht, Begabtenförderung, eine öffentliche Krankenversorgung und religiöse Toleranz. Mitglieder dieser Gesellschaft sind von moralisch zersetzenden Kräften befreit. Das war Morus Gedanke. Zum Beispiel und insbesondere von der moralisch zersetzenden Kraft des Neids. Morus richtet sich dabei eben
offenbar nicht nach dem, was geschieht, sondern nach dem, was geschehen sollte, seiner Ansicht nach, und ist in dieser Hinsicht auf jeden Fall ein Gegenpol, ein genauer Gegenpol zu dem, was Niccolò Machiavelli vorgeschwebt hat. Also der Renaissance-Journalismus lässt sich politisch und philosophisch nicht ganz einfach auf einen Nenner bringen. Auch die von mir heute genannten Schwerpunkte, also Ablehnung der Scholastik, Neubesinnung auf antike Texte, auf eine breite Basis antiker Texte, Hervorheben von Erfahrung und natürlicher menschlicher Vernunft, Schwerpunkt auf praktische Philosophie und Konzeption des Menschen von seiner Freiheit her, diese Punkte sind alle als Trends zu verstehen, als grobe Trends, als Tendenzen. Und innerhalb dieser Tendenzen gibt es eine bunte Vielfalt von interessanten Dingen zu entdecken. Der Renaissance-Humanismus legt entscheidende geistige Grundlagen für jetzt zwei ganz markante Dinge, die passieren in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten und die Europa und die Welt radikal verändern werden. Das erste ist die Reformation. Über die Reformation werde ich aus Zeitgründen nichts sagen, außer dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass sie passiert. Das zweite ist die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaften. Diesen Prozess der Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaften bezeichnet man oft eben auch als die wissenschaftliche Revolution. Weil in diesem Prozess geschehen viele entscheidende Umbrüche hier im 17. Jahrhundert. Und Sie sehen hier schon die weltberühmten Namen Galileo Galilei, Johannes Kepler, William Harvey, der als erster den Blutkreislauf beschrieben hat, und später dann Descartes, Boyle, Huygens, Newton bis hin zu Leibniz. Also große Durchbrüche im 17. Jahrhundert. Ich habe hier einige der bekanntesten Protagonisten der wissenschaftlichen Revolution mal zusammengestellt mit einigen der besprochenen Renaissance-Humanisten und noch einigen anderen, um mal den zeitlichen Fluss so ein bisschen zu illustrieren und in Erinnerung zu rufen. Die Anfänge dieser wissenschaftlichen Revolution, die dann im 17. Jahrhundert ihre Durchbrüche hat, die reichen aber eben ins 16. Jahrhundert zurück. Ein Beispiel haben wir hier, Andreas Vesalius, eine Gestalt des 16. Jahrhunderts, der 1543 sein De Humani Corporis Fabrica veröffentlichte, meist kurz De Fabrica genannt. Ein reich bebildertes Werk über die menschliche Anatomie, das Vesalius selbst aufgrund von ihm selbst durchgeführter Obduktionen angelegt und angefertigt hatte. De Fabrica wurde zum neuen Standardwerk und Vesalius wird damit zum Begründer der neuzeitlichen Anatomie. Die vom Renaissance-Humanismus beeinflussten Mediziner versuchen durch systematische Beobachtung und Beschreibung von Krankheiten selbst neue eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist erstmal eine neue Idee, die Medizin nicht als einen Bestand überlieferten Wissens aus dem Kanon von Ibn Sina und aus den galenischen Schriften zu betrachten, sondern als einen sich entwickelnden Korpus, den der Mediziner selbst weiterentwickeln soll. Auch dafür ein gutes Beispiel ist Girolamo Cardano, ein weiterer Renaissance-Mediziner. Aber Girolamo Cardano war viel mehr als Arzt, er war auch ein brillanter Mathematiker und Erfinder. Er hat vermutlich als erster mit imaginären Zahlen gerechnet. Er hat Pionierleistungen vollbracht bei der Lösung von Gleichungen dritten und vierten Grades. Und
Er hat die nach ihm benannte Kardanwelle erfunden. Aber die einflussreichste oder, naja, also die herausragendste Gestalt im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Revolution im 16. Jahrhundert, die finden wir noch etwas früher, natürlich in der Person von Nikolaus Kopernikus. Und wie Sie sehen, war Kopernikus ein Zeitgenosse von Machiavelli und Thomas Morus. Kopernikus ist geboren in Turun in Polen. In seiner Jugend reist er nach Italien und studiert in Bologna und in Padua und Ferrara. In Ferrara promoviert er zum Doktor des Kirchenrechts. Dann kehrt er bald nach Polen zurück, und zwar 1503, wo er schon zuvor in Abwesenheit zum Domherrn von Frauenburg gewählt worden war. Dort betätigt er sich als Arzt und als Verwalter und in seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Astronomie. Zu unser aller Freude. Bei dieser Beschäftigung kommt er schnell zur Überzeugung, dass nicht, wie allseits angenommen, die Sonne eine Umlaufbahn um die Erde beschreibt, sondern umgekehrt die Erde eine Umlaufbahn um die Sonne. Eine erste Schrift über das heliozentrische Weltbild verfasst er vermutlich bereits um das Jahr 1509. Diese Schrift hat Kopernikus nur ausgewählten Personen gezeigt und nicht veröffentlicht. Wir bezeichnen die heute als den sogenannten Commentariolus. Sein Hauptwerk, De Revolutionibus Orbium Coelestium, erscheint erst 1543 in Nürnberg. Dort wird es gedruckt. Es erscheint kurz vor seinem Tod, so kurz, dass Kopernikus selbst kein fertiges gedrucktes Exemplar mehr in Händen gehalten hat. Um die Bedeutung der kopernikanischen Wende uns vor Augen zu führen, müssen wir zunächst mal das zuvor gültige geozentrische Weltbild uns wieder vergegenwärtigen. In der vierten Vorlesung, da müssen Sie jetzt ein bisschen zurückdenken, eine Aristoteles-Vorlesung, haben wir gesehen, wie fest dieses geozentrische Weltbild in der aristotelischen Naturphilosophie verankert ist, weil eben der natürliche Ort des Elements Erde das Zentrum des Universums ist und deshalb die Erde in diesem Zentrum stecken muss, weil sie aus diesem Stoff gemacht ist, aus eben diesem Element. Aristoteles selbst hat auch schon so ein bisschen über die technischen Details nachgedacht, wie die Schalen so angeordnet sein müssen. Aber so richtig hat die technischen Details, die auch jetzt mit den astronomischen Beobachtungen dann übereinstimmen sollten, erst ein Gelehrter aus der hellenistischen Zeit ausgearbeitet, nämlich Claudius Ptolemaios, der das im 2. Jahrhundert nach Christus in Alexandria gemacht hat. Damit kommen wir also zum ptolemäischen Weltbild. Deshalb nennen wir das das ptolemäische Weltbild, weil eben Ptolemaios der dominierende Astronom war, der das formuliert hat. Es ist ein geozentrisches Modell, das heißt, die Erde steckt in der Mitte und alle anderen Himmelskörper umkreisen sie. Außen herum, hier jetzt nicht dargestellt, ist noch die Fixsternsphäre, die natürlich auch eine tägliche Kreisbewegung vollführt. Ein Problem bei diesem ptolemäischen Weltbild ist die sogenannte retrograde Bewegung. Normalerweise bewegen sich die Planeten, das ist jetzt eine Darstellung im Zeitraffer, ne? Also unten rechts sehen Sie die Tage dahin fliegen, bewegen sich eben langsam über den Himmel, über den Nachthimmel ostwärts, aber eben zeitweise auch für eine kurze Zeit westwärts. Sie beschreiben so Schleifen. Das ist einfach mal die Beobachtungstatsache, mit der auch Ptolemaios irgendwie umgehen musste. Passt nicht so gut zu gleichförmigen Kreisbewegungen, aber Ptolemaios hat eine bestimmte Lösung dafür, nämlich er führt die berühmten Epizykel in die Theorie ein. Das funktioniert dann so, dass die Planeten auf ihrer Umlaufbahn nicht direkt die Erde umkreisen, sondern auf der Umlaufbahn sitzt ein weiterer Kreis, eine weitere Kreisbahn.
und die Planeten umkreisen auf dieser weiteren Kreisbahn den umlaufenden Punkt, so wie hier dargestellt. Und in der Animation können Sie auch ganz gut sehen, wie dadurch natürlich eine Schleifenbewegung insgesamt zustande kommt und wie es dann dazu kommt, dass der Planet von der Erde aus betrachtet teilweise eine rückläufige Bewegung macht. Das sind also die bekannten Epizykel. Es gibt noch weitere Probleme dann immer noch. Zum Beispiel ist die Bewegung, die insgesamt beschriebene Bewegung, eben nicht ganz gleichförmig. Und nach Aristoteles müssen sich ja die Kreise gleichförmig bewegen. Die Lösung dafür, die Ptolemäus im Sinn hat, sind die sogenannten Äquanten, Ausgleichspunkte. Die Ausgleichspunkte, das ist jetzt also hier dieser mit T bezeichnete Punkt, sind Punkte, die nicht mit dem Zentrum übereinstimmen, aber im Hinblick auf diesen Ausgleichspunkt ist die Bewegung, wenn man die Winkel betrachtet, die Winkelgeschwindigkeit betrachtet, gleichförmig. Und das war Ptolemäus irgendwie wichtig, dass es einen Punkt gibt, auf den bezogen es doch eine gleichförmige Bewegung ist. Außerdem gibt es noch Exzenter, die sind allerdings von der Konstruktion her äquivalent mit Epizykeln, deshalb gehe ich da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Also, das Modell ist ein bisschen kompliziert, ist ein bisschen, weicht schon in sich von der reinen aristotelischen Lehre eigentlich ab. Jetzt kommt Kopernikus und schlägt eben ein heliozentrisches Modell vor. Dabei ist es so, dass die Sonne im Mittelpunkt ist und die Erde ist einer der Planeten, die um die Sonne kreisen. Der Mond kreist wiederum um die Erde, alle anderen Planeten kreisen einfach um die Sonne. Und das Charmante und Elegante an diesem Modell ist, dass es dabei sozusagen automatisch eine natürliche Erklärung für die retrograde Bewegung gibt. Die retrograde Bewegung kommt bei Kopernikus dadurch zustande, dass sich die Planeten unterschiedlich schnell auf den Kreisbahnen um die Sonne bewegen und sich gegenseitig überholen. Und während des Überholvorgangs kann es vorkommen, dass der eine Planet sich vor dem Hintergrund des Fixsternhimmels rückwärts zu bewegen scheint. Das können Sie sich anhand dieser Konstruktion von Sichtlinien klar machen. Noch einfacher können Sie sich eigentlich klar machen, indem Sie diese Animation kurz angucken. Ich habe die extra mit reingebaut, um hier sozusagen 10 Minuten zu ersparen, in denen ich das sonst mit großen Worten umständlich erklären müsste. Also, das ist der zentrale Vorzug, den Kopernikus selbst auch in seinem heliozentrischen Weltbild sieht, die besonders gute qualitative Erklärung der retrograden Bewegung. Für eine genaue quantitative Darstellung der Bewegung der Planeten am Himmel braucht auch Kopernikus weiterhin zusätzlich zu diesem Grundmodell Epizykel und auch Exzenter und andere kleine Hilfsmittel. Aber die sind praktisch nur für die quantitative Genauigkeit zuständig und die großen Züge der Bewegung, die werden qualitativ schon durch das Grundmodell erklärt. Und insofern erkannte Kopernikus, dass das heliozentrische Modell die Gesamtheit der beobachtbaren Bewegung auf eine besonders überzeugende und elegante Weise erklären kann. Zusätzlich zur Einfachheit und Eleganz hat Kopernikus noch einige andere ganz interessante Argumente, die eben zeigen, dass er zwar zum Teil ein modern denkender, ein fast schon modern denkender Naturwissenschaftler ist, aber zum Teil auch ein ganz typischer Renaissance-Humanist. Zum Beispiel finden sich in De Revolutionibus auch pythagoreische und neuplatonische Gedanken, um diese Zentralstellung der Sonne zu rechtfertigen. Hier lesen Sie mal. Wer denn wollte
in diesem wunderschönen Heiligtum diese Leuchte an einen anderen, besseren Ort setzen als den, von wo aus sie das Ganze gleichzeitig erhellen kann. Zumal doch bestimmte Leute sie durchaus zutreffend Lampe der Welt, andere ihren Sinn, andere ihren Lenker nennen. Trismegistos nennt sie sichtbaren Gott, die Elektra des Sophokles, die alles Schauende. So wirklich wie auf einem königlichen Thron sitzend, lenkt die Sonne die um sie herum tätige Sternfamilie. Hier sehen Sie also wirklich zum Beispiel eine Anrufung dieses obskuren Hermes Trismegistos als Rechtfertigung für das heliozentrische Modell. Wegen der besonderen Stellung der Sonne, wie Sie sich erinnern, schon bei den Neuplatonikern ist diese Lichtmetaphorik da. Die Sonne ist schon bei Plotin das Modell einer für die Emanationslehre, etwas, das etwas ausstrahlen kann, ohne selbst dadurch an Helligkeit zu verlieren und so weiter. Kopernikus hat das heliozentrische Weltbild ernst genommen. Ach, hier übrigens, das Bild ist insofern ein bisschen verkehrt hier, weil es aus dem 17. Jahrhundert ist, von Andreas Cellarius aus seinem berühmten illustrierten Himmelsanlass. Wenn Ihnen das irgendwie bekannt vorkommt, dann sind Sie vielleicht auch unter denen, die öfter mal hier um die Ecke an der Kopernikusstraße auf die U-Bahn warten. Da ist es nämlich dargestellt an der Wand der U-Bahn-Haltestelle. Also, Kopernikus nahm dieses Weltbild ernst und nicht nur als ein Modell oder ein Gedankenspiel oder eine Berechnungshilfe. Das ist allerdings verdunkelt worden, diese Tatsache, insbesondere durch ein Vorwort, das sein Freund Andreas Osiander, der für Kopernikus in Nürnberg den Druck des Werkes überwachen sollte, aber nicht eigentlich beauftragt war, ein Vorwort noch dazu zu fügen, der aber die nicht ganz leichte Aufgabe hatte, die Drucklegung eben durchzusetzen, auch gegen zum Beispiel Luther und Melanchthon. Also wir stellen uns heute immer die katholische Kirche als Gegner des kopernikanischen Weltbildes vor. Die Lutheraner, also Luther und die Lutheraner, waren durchaus genauso eifrig dagegen. Also Osiander musste das da durchsetzen und hat sich dadurch geholfen, dass er im Vorwort geschrieben hat, es handelt sich um eine bloße Hypothese, um eine einfache, bequemere mathematische Methode, um die Stellungen der Himmelskörper zu berechnen. Es gibt zwar in De Revolutionibus selbst auch einige vorsichtige Formulierungen von Kopernikus, aber trotzdem ist klar, dass er sein Werk nicht so verstanden haben wollte. Ich muss jetzt schon wieder das Licht wieder anmachen, ich rede aber dabei weiter. Es ist klar, dass er eine realistische Einstellung zu seinem Modell hatte. Und das ist uns insbesondere deshalb klar, weil er sich auch mit physikalischen Einwänden gegen die Bewegung der Erde auseinandersetzt und sich Überlegungen macht, wie man die widerlegen könnte. Und das bräuchte er nicht zu tun, wenn er das Ganze nur als Rechenmodell ansehen würde. Schwierigkeiten der Theorie gab es durchaus einige noch. Zum einen gab es astronomisch-empirische Probleme, also zum Beispiel, wenn die Erde eine Umlaufbahn hat und an verschiedenen Orten sozusagen immer ist, dann müsste es eigentlich eine Parallaxe geben. Das heißt, die Sterne müssten immer unter leicht anderem Winkel am Himmel erscheinen, je nachdem, wo die Erde sich gerade befindet. Diese Parallaxe konnte man zu Kopernikus-Zeiten überhaupt nicht messen. Des Weiteren sind im kopernikanischen Modell die Planeten sehr unterschiedlich weit voneinander entfernt über die Zeit hinweg. Also Sie sehen ganz links jetzt nochmal das ptolemäische Modell. Der kleine blaue Punkt ist die Erde, der kleine rote Punkt zum Beispiel die Venus. Unterschiedliche Entfernungen gibt es da auch wegen des Epizykels, aber eben nur sehr geringe Schwankungen. Im kopernikanischen Modell rechts können die beiden Planeten mal ganz weit voneinander entfernt und ganz nah beieinander sein. Das heißt, die müssten eigentlich, die Venus müsste manchmal viel kleiner sein als zu anderen Zeitpunkten. Zur Berechnung, das müsste dann ungefähr ein Unterschied vom Sechsfachen sein bei der Venus, beim Mars sogar
vom Achtfachen. Und das kann man überhaupt nicht beobachten zu Kopernikus' Zeit. Es gab auch physikalische Probleme. Zum Beispiel ist die Bewegung der Erde nicht spürbar. Und wenn man etwas senkrecht nach oben wirft, dann fällt es auf dieselbe Stelle wieder zurück. Obwohl die Erde sich ja laut Kopernikus in der Zwischenzeit weitergedreht hat. Ja? Und zwar nicht allzu langsam. Also erinnern Sie sich, also machen Sie sich bitte klar, selbst in unseren Breiten, in unseren nördlichen Breiten, haben wir hier eine Bahngeschwindigkeit auch bei der Rotation um die eigene Achse von etwa 1000 km/h. Ja? Das ist schon erstaunlich, dass, also wenn man über Physik sonst nichts weiß, ist es erstaunlich, dass etwas wieder auf den gleichen Punkt zurückfällt, wenn man es senkrecht hochgeworfen hat. Dieses Gegenargument gegen eine bewegliche Erde finden wir schon bei Aristoteles. Ja? Er hat schon gesagt, nee, die Erde bewegt sich nicht, merkt man doch ganz einfach, wirf mal was nach oben und guck mal, wo es wieder runterfällt. Okay, was ist die Fallbewegung eigentlich, wenn es nicht die natürliche Bewegung zum Zentrum des Kosmos ist? Was ist das dann? Warum fallen die Sachen runter? Auch das ist ein Punkt, mit dem Kopernikus sich selber schon auseinandergesetzt hat und woran man sehen kann, für ihn war das ein ernsthaftes, realistisches Modell. Also dieser ganzen Probleme ungeachtet, bekommt so im 16. Jahrhundert schon die kopernikanische Hypothese durchaus sporadisch Anhänger. Hier ist so ein Überblick über einige Kopernikaner im 16. und frühen 17. Jahrhundert, die sich teils öffentlich, teils privat zum Kopernikanismus bekannt haben. Rheticus zu Anfang, das ist die sogenannte Narratio Prima, eine kleine Arbeit über die Arbeit des Kopernikus. Kopernikus selbst hat halt noch nicht veröffentlicht, aber er hat Rheticus erlaubt, schon mal darüber zu berichten. Ich will sonst nicht im Einzelnen auf die Leute eingehen, außer vielleicht Michael Mestlin ist hervorzuheben, weil er der Lehrer von Kepler war in Tübingen. Christoph Rothmann hat hier lokalhistorisches Interesse, weil er Hofastrologe in Kassel war. Und ansonsten sticht natürlich unter diesen besonders Galileo Galilei heraus, nicht nur wegen des Konflikts mit der katholischen Kirche, in denen er wegen seines Eintretens für das kopernikanische Weltbild geraten ist, sondern auch, weil er in besonders konsequenter Weise die Evidenzbasis für den Kopernikanismus weiterentwickelt hat und die physikalischen Umwälzungen, die damit zusammenhängen, vorangetrieben hat. Und damit kommen wir jetzt also zu Galilei. Er stammt aus Pisa, hat zunächst Medizin studiert, sich aber auch während seines Studiums schon sehr mit Mathematik beschäftigt und das ist natürlich dann maßgeblich und ausschlaggebend. Mathematik war damals eher so eine Sache der Kaufleute und von interessierten Laien und so, stand nicht so sehr im Zentrum der universitären Bildung. Ja? Als 25-Jähriger beginnt er an der Universität in Pisa Mathematik zu lehren und zugleich beschäftigt er sich auch schon mit Mechanik und Astronomie und diese Kombination ist es, die natürlich nachher explosiv wirkt. Nach nur 3 Jahren wechselt er als Professor an die Universität Padua, die zur Republik Venedig gehört damals. Dort bleibt er fast 2 Jahrzehnte lang, bis er 1610 dem weitaus lukrativeren Angebot nicht widerstehen kann, Hofmathematiker am Hof der Medici in Florenz zu werden. Die letzten 9 Jahre seines Lebens verbringt er infolge seiner Verurteilung durch die Inquisition im Hausarrest in seiner Villa in Arcetri bei Florenz. Galileis Beiträge zur wissenschaftlichen Revolution sind so nachhaltig und so vielfältig auch, dass ich mich hier nur auf einige Punkte beschränken kann. Hier sind ein kurzer Überblick über einige Werke. Der Sidereus Nuncius ist wichtig, weil er ein zentraler Bericht über Galileis Beobachtungen mit dem Teleskop ist. Der Brief an die Großherzogin Christina hat ihn zum ersten Mal richtig Ärger eingebracht mit der Kirche. Dann sind insbesondere eigentlich die letzten beiden Schriften hervorzuheben, die
ganz besonders die naturphilosophischen Neuerungen beinhalten, für die Galilei immer noch berühmt ist. Einmal der Dialogo und dann die Discorsi. Wir fangen mit den Beobachtungen mit dem Teleskop an. 1608 hatte ein Holländer namens Jan Lipperhey das Teleskop in, oder man sollte vielleicht doch lieber sagen, das Fernrohr in der heute bekannten technischen Konstellation erfunden, nämlich mit einer konvexen Sammellinse und einer konkaven Linse als Okular. Galilei hört davon, baut es nach und richtet es vielleicht als erster in den Himmel, um astronomische Beobachtungen zu machen. Dabei beobachtet er so einiges, was von großem Interesse ist, nämlich zum Beispiel, dass die Venus Phasen hat, wie der Mond. Und das ist eine Sache, die man in Abbildung A ganz wunderbar erklären kann, wenn man Kopernikaner ist, und die man nicht genauso gut erklären kann, wenn man Ptolemäiker ist. Weil nämlich im ptolemäischen Weltbild das Zentrum des Venus-Epizykels immer mit der Sonne mitwandert. Also diese Gerade hier, also das Zentrum des Epizykels der Venus liegt immer auf diesem Schnittpunkt dieser Gerade zwischen Erde und Sonne. Ja. Das heißt, Sie können sehen, dass in dieser Konstruktion die Venus keinen vollen Zyklus haben kann. Insbesondere kann die Venus niemals voll erscheinen von der Erde aus. Aber durch das Fernrohr sieht man, die Venus hat einen vollen Zyklus. Nicht nur das, sondern auch die wahrgenommene Größe, die wahrnehmbare Größe der Venus ändert sich, und sie ändert sich genauso, wie das kopernikanische Weltbild es voraussagt. Nämlich, wenn die Venus sichelförmig ist, dann ist sie besonders groß. Wenn die Venus voll ist, ist sie viel kleiner. Außerdem beobachtet Galilei die Monde des Jupiter. Das ist eine wichtige Beobachtung. Das sind die ersten Monde eines anderen Planeten, die beobachtet wurden, und ist deshalb wichtig, weil sie dieses konzentrische Weltbild des Aristoteles ins Wanken bringen. Da ist noch etwas, das um etwas anderes kreist, definitiv. Das sollte es eigentlich nach Aristoteles überhaupt nicht geben. Er beobachtet auch die zerklüftete Oberfläche des Mondes und die Sonnenflecken, weiterhin Sachen, die der Idee, dass die Himmelskörper alle perfekt sind und unveränderlich, widersprechen. Also, dass der Mond so zerklüftet ist, widerspricht eben der Idee, dass da oben alles aus Quinta Essentia und kristallin und perfekt ist. Und die Sonnenflecken, die verändern sich sogar noch, die wandeln sich mit der Zeit. Und zwar auf nicht-periodische Weise, also nicht irgendwie einfach in Kreisbewegungen oder so, sondern in unregelmäßigen Bewegungen. Natürlich ist Galilei nicht nur ein Sternengucker, sondern er hat auch entscheidende Beiträge zur Mechanik und Kinematik gemacht. Und dort hat er eben unter anderem das geprägt, was wir heute noch als galileisches Relativitätsprinzip bezeichnen. Also das Prinzip, dass mechanische Vorgänge innerhalb eines gleichförmig auf der Erdoberfläche bewegten Systems genauso ablaufen wie in einem ruhenden. Also wenn ich zum Beispiel auf einem Schiff, das auf ruhiger See dahin gleitet, so beschreibt Galilei das, wenn ich dort auf Deck Experimente durchführe, ein Pendel schwingen lasse und was weiß ich was alles, dann laufen die genauso ab, wie wenn das Schiff im Hafen festgemacht ist. Und das ist also ein so nicht bezeichnetes Trägheitsprinzip, ein Trägheitsprinzip d'avant la lettre. Der Sache nach ist das identifiziert, es ist aber nicht so ausbuchstabiert. Außerdem ist es nicht streng genommen eine geradlinige Trägheit, da Galilei tatsächlich immer von Bewegungen auf der Erdoberfläche spricht oder entlang der Erdoberfläche. Deshalb ist es eigentlich streng genommen ein kreisförmiges Trägheitsprinzip. Ja? Also die Trägheitsbewegungen sind kreisförmig streng genommen bei Galilei. Aber es ist so eine Art Proto-Trägheitsidee, die natürlich vor allen Dingen dazu dienen kann,
die physikalischen Probleme des Kopernikanismus zu lösen. Nämlich insbesondere das Problem, warum wir nicht merken, dass die Erde sich um sich selber dreht. Warum uns nicht schwindelig wird, was die Gegner des Kopernikanismus immer moniert hatten. Ja, wenn ich hier mit 1000 Sachen durch die Gegend orgele die ganze Zeit, wie kann das sein, dass ich davon nichts mitbekomme und dass ich nicht merke? Nein, eine gerade, eine sozusagen eine unerschütterte, gleichmäßige, kreisförmige Bewegung, die merke ich gar nicht nach Galilei. Kann ich gar nicht merken wegen dieses, naja, Relativitätsprinzips, Kreisprinzips. Die ist also auch nicht experimentell feststellbar, prinzipiell nicht. Und dass senkrecht hochgeworfene Objekte auf denselben Punkt zurückfallen müssen, ergibt sich daraus auch. Gut. Bei der genaueren Untersuchung von Bewegungsvorgängen und von den Ideen, die sich daraus ergeben, auch zum Beispiel zur Zusammensetzung von Bewegungen, er hat sich dann auch überlegt, na gut, wenn man also jetzt, wenn ich hier jetzt was hochwerfe, dann ist das im Prinzip eine zusammengesetzte Bewegung. Einmal gibt es diese Bewegungskomponente und dann natürlich tatsächlich die Bewegungskomponente durch die Bewegung der Erde. Da kommt er eben zu einer sehr genauen, zu einem sehr genauen Studium von Bewegungsvorgängen, wo ihm als erstem vielleicht eine wirklich saubere begriffliche Trennung zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung gelingt. Ich habe ja letzte Woche schon angedeutet, dass die Oxford Calculators und Nicole von Orem da schon einige Schritte in die Richtung gemacht hatten, aber wirklich sauber ist es dann erst bei Galilei. Ihm gelingt eben die Bestimmung des Gesetzes der Fallbewegung, dass der zurückgelegte Weg mit dem Quadrat der Zeit wächst. Die Erkenntnis überhaupt, dass dieses Wachstum der Geschwindigkeit das Ergebnis einer gleichförmigen Beschleunigung, einer gleichartigen Beschleunigung ist, was sozusagen diese Art von Wachstum mit dem Quadrat der Zeit, dass dem eine gleiche Beschleunigung zugrunde liegt. Die finden wir bei Galilei auch schon und insbesondere finden wir eben ganz allgemein die Idee, dass die Bewegung von Gegenständen von mathematisch beschreibbaren Gesetzen bestimmt ist. Und das ist vielleicht die eigentlich revolutionäre Entdeckung. Hier ein schönes Zitat aus dem Saggiatore, das auch wahrscheinlich eines der meistzitierten Abschnitte von Galilei ist. Die Philosophie, und das soll heißen die Naturwissenschaften, ne? Also die Trennung gibt es damals noch nicht, aber er meint Naturphilosophie, ist geschrieben in jenem großen Buche, das immer vor unseren Augen liegt, aber wir können es nicht verstehen, wenn wir nicht zuerst die Sprache und die Zeichen lernen, in denen es geschrieben ist. Diese Sprache ist Mathematik und die Zeichen sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen. Ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum. Diese Gesetze, diese mathematischen Gesetze, entdeckt man mit Hilfe von Experimenten. Und hier sehen Sie einen Nachbau aus dem 17. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert, von einem Experimentalaufbau, den Galilei so durchgeführt haben soll, um das Fallgesetz zu experimentell zu untersuchen, hat er eben eine Kugel eine schiefe Ebene herunterrollen lassen, da ein tatsächlich senkrecht fallendes Objekt viel zu schnell wäre, um das wirklich die Zeit messen zu können, hat er es stattdessen mit Kugeln auf schiefen Ebenen gemacht. Es gab eine Zeit lang Historiker, Wissenschaftshistoriker, die gemeint haben, dass Galilei vielleicht gar keine wirklichen Experimente gemacht hat. In den galileischen Schriften gibt es viele Gedankenexperimente, die klarerweise reine Gedankenexperimente sind. Es gibt viele mathematische Überlegungen und insbesondere Alexandre Coiré, ein französischer Wissenschaftshistoriker, hatte
Galilei für einen Platoniker erklärt, der eigentlich meint, dass gute Physik a priori gemacht wird. Aber inzwischen haben insbesondere Untersuchungen von Stillman Drake an den Labortagebüchern von Galilei, die nämlich durchaus erhalten sind, haben es sehr plausibel gemacht, dass Galilei tatsächlich sorgfältige Experimente gemacht hat. Und in den 60er Jahren hat man dann auch angefangen, diese Experimente nachzubauen und zu rekonstruieren und hat gefunden, dass man das ist tatsächlich möglicherweise die Beobachtungen daran so gemacht werden können, wie Galilei das auch für sich in Anspruch nimmt. Thomas Settle vor allen Dingen hat diese Experimente begonnen. Also, Galileis Durchbrüche kommen nicht aus dem Nichts, daran wollte ich nochmal erinnern. Die experimentelle Methode, dazu gab es schon Ideen im Mittelalter. Roger Bacon, Robert Gross-Test. Es gab auch schon die Mathematisierung von Bewegungsabläufen bei den Oxford Calculators bei Nicole von Orem. Es gab schon die Wiederentdeckung der antiken Mechanik, wie zum Beispiel Archimedes. Es gab zeitgenössische mathematisch versierte Statiker, wie zum Beispiel den flämischen Gelehrten Simon Stevin, eine unglaublich interessante und unglaublich kluge Figur, der sich aber eben mit Statik beschäftigt hat und nicht so sehr mit Dynamik. Es gab praktisch experimentierende Zugänge zur Mechanik bei den Künstleringenieuren und Architekten der Renaissance, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci oder Filippo Brunelleschi. Man könnte jetzt noch ganz viel über Galilei sagen, auch über sein Verhältnis zur Kirche. Vielleicht warten Sie da schon drauf. Dazu werde ich aber nichts sagen, da es mir hier auf die ideengeschichtlichen Umwälzungen der wissenschaftlichen Revolution ankommt. Und da möchte ich lieber stattdessen in der verbleibenden Zeit noch auf eine weitere zentrale Figur zu sprechen kommen, nämlich auf Johannes Kepler. Ganz anders als Galilei stammte Kepler aus einfachen Verhältnissen. Galilei kam also aus einer Patrizierfamilie. Er studiert in Tübingen, wo damals eben Michael Maestlin lehrt, ein begabter Mathematiker und Astronom, ein Kopernikaner. Dann wird er für eine Zeit lang Mathelehrer in Graz, aber seine wirkliche wissenschaftliche Karriere beginnt so richtig, als er in den Jahren 1600, 1601 Assistent des kaiserlichen Hofastronomen in Prag wird. Dieser kaiserliche Hofastronom ist Tycho Brahe und nach Brahes Tod wird Kepler dessen Nachfolger. Brahe war ein besonders begnadeter Empiriker und scharfer Beobachter und Sammler genauer astronomischer Daten. Es gab keine genaueren astronomischen Daten in Europa als die von Brahe gesammelten zu der Zeit. Das liegt der Legende nach daran, dass Brahe ein besonders scharfes Augenlicht hatte, also die Beobachtungen selbst angestellt. Er hat allerdings auch einige Techniken entwickelt, das war wohlgemerkt noch vor Erfindung des Fernglases. Gut, also mit Hilfe dieser Daten von Brahe gelingt es Kepler nach langen, langen Mühen, seine berühmten drei Gesetze der Planetenbewegung zu formulieren. Erstens, jede Planetenbahn hat die Gestalt einer Ellipse. Dabei befindet sich die Sonne in einem der Brennpunkte der Ellipse. Und zweitens, in gleichen Zeitintervallen überstreicht die Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet gleiche Flächen. Drittens dann noch ein Gesetz über das Verhältnis zwischen Umlaufzeiten und Bahngröße. Ja, die Quadrate der Umlaufzeiten von jeweils zwei Planeten verhalten sich proportional zu den dritten Potenzen ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne. So. Dieses dritte Gesetz hat Kepler erst später gefunden und in den fünf Büchern der Weltharmonie von 1619 veröffentlicht. Die ersten beiden stammen aus der Astronomia Nova von 1609. Und das bedeutet, alles noch auf der Grundlage von Daten, die mit bloßem Auge gemacht worden sind. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ja.
Und das ist nun wirklich revolutionär. Bei aller Kreativität der neuzeitlichen Wissenschaft hatte kein Astronom vor Kepler gewagt, das antike Dogma von der Kreisförmigkeit von Planetenbahnen in Frage zu stellen. Auch Galileo Galilei, mit dem Kepler sich Briefe ausgetauscht hat, hat zeitlebens sich geweigert, das anzuerkennen. Er hat es zeitlebens abgelehnt, dass die Himmelskörper sich auf irgendetwas anderem als Kreisbahnen bewegen könnten. Kepler war ein sehr religiöser Mensch und seine jahrelange geduldige Suche nach mathematischen Zusammenhängen bei der Bewegung der Himmelskörper war auch durch seine besondere Art von Religiosität motiviert. Er war von einem christlich-pythagoreisch-platonistischen Glauben durchdrungen. Ja? Und er glaubte im Kern an eine Weltharmonie. Deshalb heißt auch dieses späte Buch von 1619 noch Harmonices Mundi Libri Quin, fünf Bücher der Weltharmonie. Und dieser Suche nach der Weltharmonie, die finden wir schon in seinem Mysterium Cosmographicum von 1596, also ein ganzes Stück früher. Und die zeigt sich schon dort sehr deutlich. Da versucht er, Folgendes zu beweisen, dass nämlich die Radien der Planetenbahnen, die unterschiedlichen Radien der Planetenbahnen genau so angeordnet sind, dass sie sich als wechselseitige Einschließungen von Kugelschalen und platonischen Körpern rekonstruieren lassen. Um das zu verstehen, guckt man sich am besten dieses Bild an. Ja? Also Kugelschale, platonischer Körper, Kugelschale, platonischer Körper und so. Da ergeben sich dann genau die Planetenbahnen, dachte Kepler 1596. Als Gottes Schöpfung muss sich das Universum durch Harmonie und Schönheit auszeichnen. Hier dazu ein schönes Zitat. Denn es ist nicht und war nie möglich, dass der, welcher der Beste ist, irgendetwas anderes als das Schönste mache. Gott konnte die Idee zur Grundlegung der Welt keinem anderen Ding entnehmen als seinem eigenen Wesen. Was bleibt uns übrig, als mit Plato zu sagen, Gott treibe immer Geometrie und er habe beim Bau der Wandelsterne Körper den Kreisen und Kreise den Körpern so lange eingeschrieben, bis kein Körper mehr da war, der nicht innerhalb und außerhalb mit beweglichen Kreisen ausgestattet war. Das war die Idee. Also, dieser religiöse Hintergrund pflegt bei Kepler sehr hervorgehoben zu werden, wenn man so über Kepler liest. Man muss allerdings auch daran erinnern und das genauso stark hervorheben, dass er eben auch bereit war, die Kreisbahnen aufzugeben, die nämlich bei ihm zunächst auch aus platonistisch-religiösen Gründen zunächst gesetzt waren und auch in diesem Modell vom Mysterium Cosmographicum natürlich vorausgesetzt. Das müssen natürlich Kreisbahnen dann sein, die dabei rauskommen. Sonst macht das mit den Kugelschalen keinen Sinn. Dass er bereit war, die aufzugeben, nachdem er die Daten von Brahe genau studiert hatte. Damit komme ich jetzt abschließend zu einigen allgemeinen Charakteristika dieser Abläufe, dieser wissenschaftlichen Revolution. Zunächst mal muss man hervorheben, dass hier eine Mathematisierung der Naturphilosophie sich vollzieht. Vor der wissenschaftlichen Revolution war Mathematik im Bereich der Naturbeschreibung und der Naturerklärung praktisch nicht vorgekommen. Allerhöchstens als eine Art Recheninstrument für praktische Aufgaben. Und ein Beispiel dafür ist die Astronomie. Die Astronomie wurde auch als Mathematica mixta bezeichnet, also als eine gemischte Mathematik, eine Mathematik, in die Naturphilosophisches hineingemischt ist. Und es ist vielleicht deshalb kein Zufall, dass die wissenschaftliche Revolution aus der Astronomie heraus ihren Anfang nimmt, aus einer Disziplin,
die mit Naturphilosophie zu tun hat, aber in der eben auch schon eine Menge Mathematik drin steckt, die zwar zunächst nicht so ernst genommen wird und nur als reines Recheninstrument angesehen wird, aber die immerhin allen, die sich damit beschäftigen wollten, irgendwie bekannt sein musste. Die moderne Vorstellung von Naturgesetzen, die gehört mit zu dieser Entwicklung der Mathematisierung. Das mathematisierte Naturgesetz ist eben nicht mehr ein reines Recheninstrument, sondern ist jetzt ein Erklärungsprinzip, dass etwas Mathematisches nicht mehr ein Recheninstrument nur ist, sondern ein Erklärungsprinzip für sich selbst. Das ist eben das Neue und das ist im Kern die Idee des Naturgesetzes, die wir heute noch haben. Das Experiment wird als bedeutende Erkenntnisquelle und nicht nur als Spielerei identifiziert. Das ist, ich erinnere nochmal daran, etwas, was vor dem Hintergrund der reinen Lehre des Aristotelismus ein bisschen problematisch war, wegen dieser Unterscheidung zwischen natürlichen und künstlichen Bewegungen. Das interessiert Galilei nicht mehr, das interessiert die, die ihm nachfolgen, nicht mehr. Man kann mit Experimenten etwas über die Natur herausfinden. Das ist jetzt gesetzt. Hinter diesem Ganzen steht eine veränderte erkenntnistheoretische Sicht, nämlich dass naturphilosophische Erkenntnis nicht mit Einsichten in die Wesenheiten der Dinge beginnt, sondern mit genauer Beobachtung. Das bedeutet nicht, dass Einsichten in die Wesenheiten der Dinge nicht doch irgendwie immer noch weiter eine Rolle spielen und immer wieder auch zentrale Punkte der Naturphilosophie ausmachen. Aber die Beobachtung bekommt eben einen völlig neuen Stellenwert und die Idee, dass man mit möglichst unvoreingenommener Beobachtung anfangen sollte und von dieser Beobachtung den Ausgangspunkt einer Erforschung der Natur nehmen kann, das ist etwas Neues und das ist etwas, das sich eben in der Folge als ziemlich wirkmächtige Veränderung erweist. Besonders stark gemacht hat diesen Punkt Francis Bacon. Bacon ist also ein etwas älterer Zeitgenosse von Kepler und Galilei. Ich habe jetzt also diese Vorlesung wirklich durchgehalten, dass ich immer mit der Zeit hin und her gesprungen bin. Galilei ist eigentlich jünger als Kepler und Kepler ist jünger als Bacon. Jetzt gehen wir also noch mal ein ganz bisschen zurück. Bacon, er ist Lord Kanzler unter Jakob dem I., also schon unser zweiter Lord Kanzler in dieser Vorlesung nach Thomas Morus. Und er hat insbesondere in seiner Schrift Novum Organum von 1620 sich als sehr wirkungsreicher Propagandist der neuen Wissenschaft gezeigt. Bacon hat selbst nicht unbedingt als Wissenschaftler gearbeitet, außer dass überliefert ist, dass er bei einem wissenschaftlichen Experiment zu Tode gekommen sein soll. Er soll nämlich bei dem Versuch herauszufinden, ob sich ein mit Schnee gestopftes Huhn länger hält als ein nicht mit Schnee gestopftes, soll er, weil er es im Winter durchgeführt hat und selbst draußen das Huhn mit Schnee gestopft hat, soll er sich eine Erkältung zugezogen und dann in den Folgen gestorben sein. Ich verbürge mich nicht für die Wahrhaftigkeit dieser Geschichte. Ansonsten ist er eben eigentlich hauptsächlich der PR-Manager der wissenschaftlichen Revolution. Die zentrale Idee bei Bacon selbst ist, dass induktives Schließen und nicht deduktives Schließen wesentlich für die Wissenschaft ist. Also Schließen von den Einzelbeobachtungen zu verallgemeinernden Gesetzmäßigkeiten. So formuliert Bacon das selbst. Eine Induktion, die für Erfindungen und Beweise in den Wissenschaften nützlich sein soll, muss die Natur differenzieren durch gebührende Zurückweisungen und Aussonderungen. Sodann muss sie, je nachdem wie es die verneinenden Fälle zulassen, über die bejahenden ihre Schlüsse ziehen. Das heißt, wir sollen nicht einfach nur von Beobachtungen zum Beispiel von lauter schwarzen Raben sammeln, sondern wir sollen auch schauen, ob man auch welche findet, die nicht schwarz sind. Und nur
Wenn man sowohl nach Übereinstimmungen sucht, als auch nach Abweichungen und Differenzen, dann kann man diese Methode der Induktion anwenden. Es ist also Bacon ist kein platter Induktivist, sondern Bacon ist eben ein Empiriker und ein früher Empirist eigentlich. Hier noch ein letztes Zitat von Bacon, das diese Haltung schön zusammenfasst. If a man will begin with certainties, he shall end in doubts. But if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties. Das wäre ein schönes Schlusswort, wenn ich Ihnen nicht noch ganz kurz noch einmal Sie daran erinnern will, wo wir jetzt gelandet sind. Also im Anschluss an diese Durchbrüche der wissenschaftlichen Revolution kommen jetzt also eine ganze Reihe von berühmten und einflussreichen Philosophen der frühen Neuzeit. In der nächsten Woche wird uns René Descartes beschäftigen und Sie sehen, dass hier in dichter Folge auch Hobbes, Locke, Spinoza bis hin zu Leibniz sozusagen, alle, die uns in diesem Semester überhaupt noch beschäftigen werden, die sind in dieser kurzen Zeit im 17. Jahrhundert zusammengedrängt. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, also bis wir nächste Woche dann über Descartes sprechen werden.